Es wird wieder hitzig diskutiert. Ist das der schönste Audi, der jemals auf die Straße gelassen wurde? Die letzten 10 Jahre hat sich Audi auf die Fahnen geschrieben, die schönsten Kombis der Welt zu bauen. Heute reicht das nicht mehr. Der Avant ist tot. Es lebe das Fließheck. Der A7 schließt die Lücke zwischen dem A6 und dem Oberklasse-Schlachtschiff A8. Audi ist immer weiter auf dem Weg nach oben. Bis 2015 will man die Konkurrenten BMW und Mercedes überholen. 1,5 Millionen Autos pro Jahr heißt das hochgesteckte Ziel. Also müssen neue Ideen her. So wie der Audi A7 Sportback. Ein Mischling aus Limousine, Avant und Coupé. Mercedes hat 2004 mit dem CLS das Fließheck wieder schmackhaft gemacht. Lange verpönt, wird es jetzt wieder schick. Zumindest in der Upper Class. Hier spielt Audi wieder seine größten Trümpfe aus. Das Rezept ist wieder mal das gleiche. Kühle, maskuline Linien und eine Verarbeitung, die immer noch als Maßstab gilt. Keine Frage, der A7 Sportback ist unverkennbar ein Audi. Und das ist vielleicht seine größte Schwachstelle. Die Ingolstädter haben inzwischen eine Perfektion erreicht, die fast schon wieder langweilig wirkt. Die einzige Überraschung beim A7, die neue Heckansicht. Makellos der Innenraum. Man erwartet schon nichts anderes mehr. Alles ist bis auf die letzte Ritze durchdesignt. Innen herrscht das Flair einer Nobelmöbelmesse. Für den Alltagsgebrauch fast schon zu schade. Neben den üblichen Drehreglern kann man jetzt auch direkt mit dem Finger Zahlen und Buchstaben über ein Touchpad kritzeln. Standesgemäß geht unter einem Sechszylinder gar nichts. Der 2,8 Liter Einstiegsbenziner bringt 204 PS und reicht für 235 Stundenkilometer Spitze. Inklusive Quattro-Antrieb und Automatik an Bord liegt der Durchschnittsverbrauch bei 8 Liter Super. Und das bei einem Einstiegspreis von 51.650 Euro. Doch man sollte für rund 6.500 Euro Aufpreis zum 3,0 TDI greifen. Mit 245 PS ist es der deutlich kraftvollere Antrieb für die knapp 5 Meter lange Limousine. Der Basisbenziner hat dagegen mit den 1,8 Tonnen zu kämpfen. Selbst mit verstellbarem Luftfahrwerk ist der Audi A7 auch in der komfortabelsten Stufe ein harter Bursche und noch straff abgestimmt. Technikliebhaber kommen im A7 voll auf ihre Kosten. Das Navi arbeitet mit Google Earth und weiß schon vorher, welche Kurven auf ihn zukommen. Getriebe, Kurvenlicht, Fernlichtassistent, alles stellt sich auf den Straßenverlauf ein. Neu bei Audi ist der Nachtsichtassistent. Für 2.000 Euro Aufpreis erkennt eine Wärmebildkamera bei Nacht Personen auf der Fahrbahn. Damit warnt das System vor Fußgängern, die im Scheinwerferlicht erst spät zu erkennen sind. Wer 1.380 Euro in ein Head-Up-Display investiert, bekommt die Warnung direkt in die Windschutzscheibe projiziert. Der A7 Sportback ist wieder mal ein gelungenes Designstück. Sein Makel ist nur die Ähnlichkeit unter den Audi-Modellen. Außerdem rollt der neue A6 an und der wird weder im Design noch technisch hinten anstehen. Und er kostet rund 10.000 Euro weniger.